Wieder anders stellen sich die Probleme bei der Müllabfuhr, wenn 110 Liter Mülltonnen eingeführt sind. Diese Gefäße werden im Gegensatz zu den Mülleimern vom Ladepersonal transportiert und erfordern eine entsprechend große Mannschaft. Die Wirtschaftlichkeit hängt dabei hauptsächlich vom Transportweg der Mülltonne, also von der Wahl des Standplatzes und vom Müllwagen ab. Der zurzeit größte Hai im Einsatz. Die Behältergröße von 20,3 Kubikmetern und die Nutzlast von 10 Tonnen sind zweifellos respektable Werte. Mit diesem Fahrzeug werden täglich zwei Sammelfahrten durchgeführt, wobei Tagesleistungen von über 800 Tonnen Entleerungen erzielt werden. Dies kann als Beispiel dafür gelten, dass KUKA in der Lage ist, mit dem sehr variablen Aufbauprogramm das Fahrzeug zu liefern, das ganz konsequent auf die jeweiligen Verhältnisse abgestimmt und so als optimal zu bezeichnen ist. Soll der Personaltransport mit dem Müllwagen geschehen, stehen entsprechende Fahrerhäuser zur Verfügung. Hier ein Großraumfahrerhaus für 6 Mann. In Großküchen wie hier in einem Kantinenbetrieb fallen Abfälle in erheblich größeren Mengen als in Haushalten an. Das Umleersystem mit 1100 Liter Großbehältern hat sich gerade bei größeren Müllmengen als das wirtschaftlichste überhaupt erwiesen. Ganze Tonnenbatterien, die früher die Standplätze zierten, sind verschwunden und das Entleeren des Großbehälters dauert nur einen Bruchteil der früher benötigten Zeit. Der Personalbedarf für dieses System ist sehr gering. Ein Fahrer und ein bis zwei Lader werden eingesetzt. Diese kleine Mannschaft fährt dann in einem normalen Serienfahrerhaus mit 3 Plätzen mit. Die gute Beweglichkeit der 1100 Liter Behälter lässt auch etwas weiter entfernte Standplätze zu. Bitte bedenken Sie, dass bei dieser Behälterentleerung 1,1 Kubikmeter Müll in die Schüttöffnung fallen. Die kurze Entleerungszeit ist nur dadurch möglich, dass der Müll mit sehr hoher Geschwindigkeit in den Behälter gefördert wird. Mit diesem System werden je nach Abstand von Behälter zu Behälter täglich zwischen 120 und 150 Stück geladen. Dies sind 132 bzw. 165 Kubikmeter losen Mülls. Nach der Sammlung von Hausmüll nun die Entleerung eines KUKA-Hais in einem Müllbunker. Hier fällt besonders auf, dass der Aufbau bei der Entleerung nicht gekippt wird. Eine Wandschnecke im Behälter entleert das Fahrzeug schnell und sicher. Wichtig ist die Tatsache, dass der Behälter nach der Entleerung absolut sauber ist und nicht gereinigt werden muss. Korrosionen an der Behälterwandung und unnötiger Zeitaufwand werden vermieden.